Es ist einfach wunderbar, wie die Natur hält. Ja, ihr müsst nur fleissig meinen Aufgabentee mit Spitzbegerich für 49,95 inhalieren. Da hilft alle Wille. Über Asthma oder Herzflattern, Ischias, Krampfordern, Nervosität, ein steifer Hals oder durch ein Hustenhund. Aber ganz besonders hilft meinen Aufgabentee mit Spitzbegerich bei Rheumatismen. Also Bessie Johanna, die hat schon seit 20 Jahren Rheumatismen und nennt immer nichts anderes als meinen Aufgabentee mit Spitzbegerich. Letztens ist gerne in die Praxis gekommen und hat gesagt, er hätte einen Minderwertigkeitskomplex. Ja, also, Sachen gibt's. Ich habe einen Mensch Aufgabentee mit Spitzbegerich verschrieben, macht 49 Grad und habe ihm gesagt, er hätte ja gerne keinen Minderwertigkeitskomplex, er sei wirklich minderwertig. Ja, das geht ihm jetzt allemal wieder besser, er ist einmal nochmal gekommen. Ja, ich kann euch sagen, es ist wunderbar, wie die Natur hält für 49 Grad. Vor 3 Wochen kommt ein Schwertschlucker vom Zirkus zu mir. Ja, also Sachen gibt's. Er hat über Hals, Rachen und Schluckweh geklappt. Ich habe einen Mensch Aufgabentee mit Spitzbegerich für 49 Grad verschrieben und jetzt schluckt er schon wieder alles durcheinander. Indianerdolch, Röstmesser und Landsgemeinsäbel. Ja, also, es ist wunderbar, wie die Natur hält. Kürzlich kommt er mit Presten und Gesüchten und sonst alles verrückt. Ich habe ihm gesagt, wenn er nichts unternimmt, dann könnt er mindestens 14 Tage lang umisäbeln. Wenn er aber Mensch Aufgabentee mit Spitzbegerich für 49,95 nimmt, dann sind er schon in 2 Wochen wieder gesund. Ja, es ist wunderbar, wie die Natur hält. Der Kaloni hat vorgestern fürchterlich geklagt und gesagt, er hätte einen Füllfederhalter mit samten Federn verschluckt und gefragt, was er soll machen. Guter Mann schreibt mit dem Kugelschreiber, hat ihm geraten. Und dort mit Aufgabentee mit Spitzbegerich für 49,95 wacken gurgeln. Der Klangeste ist aber gestern gekommen und hat gesagt, es täge ihm gerne alles weh. Sie hätten ihm sogar das Hirn gekränkt und gerne nichts rausgefunden. Ich meine, da könnt ihr noch jemanden nehmen, also gar nicht. Und 40 Grad Fieber am Schatten hätte er auch noch gehabt. Ich habe ihm gesagt, da hilft noch ein Aufgabentee mit Spitzbegerich für 49 Grad. Ja, guter Mann, er hat die Assenkrankheit. Herzbeschwerden, Schilddrüsenstörung, Kreuzweh und überhaupt an allen Ecken happert es. Ja, wir spielen eben mit französischen Karten. Kürzlich kommt der Seppeton in die Praxis. Ich habe ihn gefragt, ob er am Ende neben das Fähli. Er sagt, eben nicht am Ende, aber zumindest drin, wenn ich auf den Magen drücke. Ich habe einen Aufgabentee mit Spitzbegerich für 49 Grad verschrieben und gesagt, hör auf, drücken, dann tut es dir nochmal weh. Ja, es ist wunderbar, wie die Natur hält. Es hat zwar nicht bessert, und am anderen Tag ist er fast umgekommen. Da habe ich ihm gesagt, er soll wirklich zu einem richtigen Doktor auf St. Gallen runter. Und der hat ihn dann gefragt, ja, was hat der Götterli Doktor euch für einen Blödsinn angegeben? Da sagt der Sippertoni, eben, ich soll zu euch auf St. Gallen runter. Ja, es ist halt das, he? Aber schön haben sie es, die richtigen Töchter. Überall können sie praktizieren. Aber trotzdem, ich könnte kein richtiger Doktor werden. Ich kann ja nicht einmal einen Flügel töten. Aber sonst kann ich alles behandeln mit Aufgabentee mit Spitzbegerich für 49 Grad. Außer das, ja. Und da leide ich eben gerade selber drunter. Und der Schwindel.